Das ist der Abgeordnete Johann Singer. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, Frau Präsidentin des Rechnungshofes, geschätzte Damen und Herren. Der Präsident hat schon angesprochen, 7 weitere Rechnungshofberichte werden unter diesem Tagesordnungspunkt diskutiert. Ich möchte mich beschäftigen mit dem Bericht des Rechnungshofes über die Liegenschaftsverwaltung der österreichischen Bundesforste. Einleitend ein paar Worte zu den österreichischen Bundesforsten. Die österreichischen Bundesforste, Eigentümerin ist die Republik Österreich, sind als größter Naturraumbetreuer für 10% der Staatsfläche zuständig, darunter 74 der größeren Seen in Österreich und 15% der Waldfläche. Und daraus ergibt sich eine ganz besondere Verantwortung. Es ergibt sich aber auch ein Spannungsfeld, nämlich zum einen die Frage nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung der begrenzten Ressource Boden, aber damit auch verbunden die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen. Und das Kerngeschäft des Bundesforst ist natürlich die Forstwirtschaft, aber immer wichtiger im wirtschaftlichen Teil davon ist der Immobilienbereich und natürlich auch der Bereich der erneuerbaren Energien. Die Bundesforste engagieren sich für Wind- und Kleinwasserkraftwerke, für Waldbiomasse sowie auch für die Photovoltaik. Und aus diesen Rechten leistet das Unternehmen jährlich einen Budgetbeitrag an die Republik Österreich. Die zentrale wirtschaftliche Lage, dazu ein paar Worte, nämlich die Bundesforste erzielten in den Jahren 2016 bis 2021 mehr als 2/3 ihrer Umsatzerlöse aus dem Bereich Holz und Forst und 22% am Gesamtumsatz, das sind rund 48 Millionen pro Jahr, kommen aus dem Geschäftsbereich der Immobilien. Und der Rechnungshof stellte fest, dass die Entwicklung von Liegenschaften geeignet war, die rückläufigen Umsätze aus der Waldbewirtschaftung zu kompensieren. Und ich darf, sehr geehrte Damen und Herren, noch ein paar Anregungen des Rechnungshofes ansprechen. Zum einen kritisierte der Rechnungshof, dass das Landwirtschaftsministerium als Eigentümervertreter des Bundes keine Eigentümerstrategie festgelegt hat. Inzwischen wurde diese Anregung nachgekommen und auch entsprechend diese Eigentümerstrategie entwickelt. Und auch diese wurde von der Hauptversammlung der österreichischen Bundesforste sozusagen formal zur Kenntnis genommen. Kritisiert wurde auch der Anteil der Frauen bei der Aufsichtsratsbestellung. Auch hier wurden diese Anregungen aufgegriffen und mit den letzten Bestellungen hier Frauen in den Aufsichtsrat bestellt. Und ein weiterer Punkt betrifft die Compliance, das Compliance-Management der Bundesforste. Auch hier wurden bereits Maßnahmen gesetzt, um die Vorschläge des Rechnungshofes entsprechend umzusetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, zusammenfassend darf ich festhalten, dass die zentralen Empfehlungen des Rechnungshofes bereits im hohen Maße umgesetzt wurden. Herzlichen Dank.